Kameraüberwachung, erst ab der modernen Zeit, senkt den Malus auf Sicherheit um 10. Das ist eine ganz schöne Menge. Das werden wir überall aktivieren, das könnt ihr aber wissen. Denn wir kriegen 15 Abzug. Vive! Ach ja. Wie sieht's denn aus mit Sicherheit? Ja, geht so, ne? Überall haben wir so eine kleine Lücke an Sicherheit, aber der Rest ist okay. Elektrizität sieht im Moment furchtbar aus. Freiheit ist hier vorne ziemlich hoch. Da, wo eben sehr, sehr viele Mediengebäude stehen. Das ist gut. Spaßabdeckung. Ist hervorragend, aber könnte besser sein. Die meisten Spaßgebäude sind tatsächlich völlig überlastet. Glaubensabdeckung. Ja, auch hier bräuchten wir vielleicht mal eine neue Kathedrale. Aber die könnten wir hier oben mit hinstellen. Wir lassen freie Wahlen durchgehen. Mein Lager brennt. Wisst ihr, wie wichtig das ist? Das darf nicht brennen. Hallo? Da sind meine ganzen Waren drin. Was macht ihr mit mir? So, wir horten jetzt sämtliche Dinge. Außer Spielzeug. Spielzeug können wir ruhig nochmal 27.000 mit eingeben. Will noch mehr an Schokolade? Nö. Baumstämme, Kokosnuss ist zwar sehr teuer, aber das sind auch bloß Rohmaterialien. Bringt das Spielzeug mal hin. Ist sie sowohl aus Gummi als auch aus Holz. Und jetzt, wo wir weniger Holz verbrauchen für das Spielzeug, könnten wir doch eigentlich dafür sorgen. Ein wahrer Erdrutsch, Präsident. Von der sprichwörtlichen Sorte. Nicht von der Sorte, die Arbeiterschaft dezimiert. Da könnten wir eigentlich dafür sorgen, dass wir auch Möbel herstellen. Darauf wollte ich hinaus. Das ist ja genial. 903 Leute haben für uns gestimmt, gerade mal 14 Individuen dagegen. Das ist einfach nur top. Das ist einfach nur super. Können wir diese Nachricht nochmal irgendwie aufrufen? Die würde ich mir gerne mal abfotografieren. Geil. Das, Präsident. Ich will... Wissen Sie... Ich möchte... Die Umweltschützer haben noch gar nichts von sich verlauten lassen, ne? Das ist hier komplette Stille. Wie sieht's aus in der Plankenfabrik? Wo ist die? Da. Effizientes Entrinden. Motorsäge. 10 Megawatt Strom würde dann noch schneller funktionieren. Und die haben gerade so genügend Baumstämme. Und das, obwohl wir so viele Fabriken haben. Wir könnten im Prinzip noch das hier ebenfalls zu Gummispielzeug machen. Dann bleiben die Baumstämme allein für das Sägewerk. Dann haben die noch eine noch größere Lieferung. Die bekommen schon Gummi und das sieht auch ganz gut aus. Die werden gut versorgt mit 3 Farmen. Und dann kümmern wir uns noch darum, dass wir... Schiffswerft, Stahlwerk, Möbelfabrik. Eine Möbelfabrik bauen, direkt neben der Sache hier. Gussformen. Fügt ein zusätzliches Lager von Kunststoff mit einer Kapazität von 8320 hinzu. Das Gebäude benötigt aber 35 Megawatt Strom. Das kriegen wir im Moment nicht hin. Netzwerkbilanz ist schlecht. Du brauchst ebenfalls Elektrizität. Planken werden benötigt, um daraus Möbel herzustellen. Die Planken kommen von hier, werden dann gleich mit rübergebracht. Ansonsten... So, von hier. Ansonsten brauchen auch die beiden aktuell Planken, aber da können wir später Aluminium und sowas herstellen. Oder aber wir bauen noch ein weiteres Sägewerk. Ich denke aber, dass das Ganze irgendwann fertig ist, wenn wir hier die Motorsäge mit reinbringen und doch die Effizienz erhöhen. Immerhin, jetzt haben wir auch Möbel, die können wir auch einlagern. Wobei, alles ist voll, sehe ich gerade. Spielzeug. Spielzeug bitte einlagern. Zigarrenboote. Kauft man das überhaupt noch? Nö. Es bleibt alles bei mir. Warum brauchen wir nicht Uran, Stahl, Schokolade? Stahl muss ich sowieso einlagern. Das heißt, ich baue jetzt noch ein weiteres Lager für die Möbel. Da könnten wir eigentlich auch eine Bekleidungsindustrie machen. Passt wieder nichts hin, da brennt's. Was war los, Leute? So, nur für Möbel. Erstmal. Ja, wir könnten auch eine Kunststofffabrik gebrauchen. Eben auch gerade für später, wenn wir denn irgendwann Elektronik herstellen wollen, dann ist Kunststoff gar nicht schlecht. Wo ist denn Plastik da? Plastikfabrik. Wo stelle ich die denn hin? Das ist jetzt die nächste Frage aller Fragen.
Und hier mit ran. So, und dann brauche ich wieder weitere Gebäude, in denen die Leute leben können. Wunderbar, damit gibt es auch weniger obdachlose Familien. Auch hier bauen wir jetzt noch eine weitere Mietskaserne irgendwie mit rein. Die müssen nämlich hier überall arbeiten gehen. Ist doch eine schöne Stadt geworden, oder? Ich finde das gut. Auch die Kunststofffabrik benötigt 24 Megawatt Strom. Eieiei, ich glaube, ich komme nicht drum herum. Ich muss ein neues Kraftwerk bauen und wenn es erstmal nur ein Kohlekraftwerk ist, ein Atomkraftwerk, ich muss mal ganz kurz gucken, wie es aussieht. Da. Wir haben eigentlich genügend Uran, das müsste klappen. Ich glaube, Uran wird sogar eingelagert. Wenn auch nicht viel. Wir stellen es hier hinten hin und dann ist gut. Abklingbecken erhöht die Kapazität. Bleiabschirmung. So, und dann kriegen wir nochmal einen ordentlichen Schwung an Strom mit dazu. Allerdings würde ich dann auch gerne noch ein Bergwerk haben wollen für Uran. Denn das, was wir an Uran fördern, ist nicht besonders viel. So, da kommt hier nämlich auch noch eine Wohnung mit hin. Es arbeiten ja hier jetzt mehr Leute. Und hier unten stellen wir ein Parkdeck mit ran. Zucker ist nicht mehr im Trend, das ist nicht schlimm. Hauptsache, die kriegen Uran. Ah, sehr gut. Wir haben die Arbeitslosigkeit ein bisschen bekämpft, aber es gibt noch sehr viele obdachlose Bürger. Hermano Major. Er ist groß und er ist euer Bruder. Er wird euch nicht aus den Augen lassen. Das ist ein Versprechen. Ich glaube, hier brauche ich noch jemanden zum Wohnen, bitteschön. Und wir bauen vielleicht noch hier oben irgendwo eine Mietskaserne. Wo könnten wir denn noch eine gebrauchen? Das ist die Frage. Da nicht. Obwohl, die sind hier relativ alleine und das Gebäude brennt. Oh, juhu. Na komm, wir bauen hier noch eine Mietskaserne mit hin. So, bitteschön. Wenn jetzt noch immer alle arbeitslos sind und wohnungslos, dann weiß ich auch nicht. 36 leerstehende Wohnungen, perfekt. Wir haben hier unten sogar ein Parkhaus. Ein Parkdeck. Vielleicht sollten wir hier auch noch mal eins mit hinstellen, denn das hier ist völlig überfordert. Und warum stehen hier so viele? Ja, in der Innenstadt habe ich nicht viel Wohnraum. Es tut mir echt leid, ich kann da nicht viel machen. Ich könnte höchstens noch mal eine Mietskaserne mit reinkloppen. Dann müssten diese Baracken hier, diese Hütten bald verschwinden. Ja, wohnt auch keiner mehr drin. Da schon. Aber wenigstens verschandeln die Leute jetzt nicht mehr unser Antlitz. Und wir könnten schon wieder weitere Überfälle planen. Das heißt, das geht raus. Schatzjagd geht los. Die Schatzjagd auch. Wie geht's unseren Politikern? Ganz gut. Der Ostblock ist nicht ganz so begeistert gewesen, dass wir irgendwas geklaut haben. Und wir gucken mal, was wir geklaut haben. Monument des Stonehenge. Ja, das ist gut. Um Stonehenge herum wird die Renaturierung natürlich erhöht und insofern sollten wir vielleicht hier vorne bei den Farmen bleiben, wo denn das ein oder andere noch nachkommen muss. Oder eben bei den ganzen Holzfällern. Ist auch nicht schlecht. Ah, schwierig. Komm, lass es uns hier hinstellen. Leute kriegen eine Straße, dass sie dann auch hier hochfahren können oder auch laufen können. Mit Stolz dem Bau von Tropicos erstem neolithischen Sonnenkalender bekannt. Die nächste Sonnenwende wird uns nicht mehr überraschen. Okay, jetzt können die Leute auch hier hingehen. Als touristische Attraktion.
Und hauptsächlich warten wir eigentlich nur darauf, dass die drei Handelsrouten für Stahl erfüllt werden. Ich muss mal gucken, ob wir vielleicht noch eine weitere bekommen. Eine Importhandelsroute, die ein bisschen kleiner ist. Stahl. 101%, ja, ich glaub's auch. Nö, lasst mal. Was verkaufen wir denn überhaupt noch? Nur noch Stahl wird importiert und Käse. Käse läuft noch. Mal sehen, kann ich schon wieder Boote verkaufen? Schmuck, Spielzeug, irgendwas? Konserven, 26% aktuell. Zigarren, 29%. Komm, dann hauen wir Zigarren raus. Konserven produziere ich auch. Aber da muss ich nochmal ganz kurz gucken, wie viele wir aktuell haben. Oh ja, genug. So, Kunststoffe gebe ich nicht raus. Den haben wir es, ne? Ja. Das sind die einzigen beiden Verträge, die wir jetzt abgeschlossen haben. Zigarren und Konserven. Energieknappheit. Ja, nicht immer wirst du mit Uran versorgt. Das ist eigentlich das größte Problem. Ich glaube, ich muss meine Straße nach oben ziehen. Geht nicht anders. Muss schneller gehen hier. Brauchen die nicht hinten rumfahren. Sind hier rum schneller. Natürlich haben auch die zu wenig Strom. Eventuell sollte ich nochmal ein neues Transportbüro bauen. Aber ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir jetzt genügend haben. Wie sieht denn allgemein der Abtransport aus? Uran ist da wieder drin. Ah, geht so. Elektrischer Bohrer, Kanarienvogel. Habe ich jetzt schon eine Kunststofffabrik? Ich glaube nicht, ne? Doch, habe ich. Sehr schön. Kunststoffe müssen eingelagert werden. Das machen wir dann oben. Verkauft mal alles. Dankeschön. War jetzt nicht so viel. Sind die Konserven alle schon raus? Nee, ich habe die noch gar nicht verkauft. Ha, ha, ha. Ach, Leute, nee. Spielzeug ist schon fast wieder voll. Stoffe sind okay. Stahl steigt irgendwie nicht. Und ich habe das Gefühl, dass wir nichts importieren an Stahl. Immer nur so 1000. Aber es scheint, als würden die das wieder exportieren. Ihr sollt das wegtransportieren, Leute. Ihr sollt das hier nicht auffüllen. Kommt schon wieder das nächste Schiff und nimmt den Stahl wieder mit. Okay, die haben uns jetzt Stahl verkauft. Das ist ganz toll. Und wir sind nur noch bei 15 Stahl. Nicht, weil es abtransportiert wurde, sondern weil es verkauft wurde. So ein Dreck. So, ran an die Arbeit. Aber wenigstens haben wir schon mal eine Handelsroute für Stahl abgeschlossen. Jetzt brauchen wir nur noch den Rest an Stahl. Was ist denn hier oben mit unserem Stahlwerk? Entschuldigung. Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Hier kann ordentlich produziert werden. Wird jetzt die Effizienz steigern, dass wir ein bisschen schneller arbeiten. Und theoretisch dürften die das ja gar nicht hier hinbringen. Ne, ist auch weiterhin nur bei 15. Stahl wurden uns 333 gebracht. Das soll weiterhin eingelagert werden. Konserven, Schokolade, Spielzeug. Spielzeug ist okay, aber Schokolade? Ist doch noch gar nicht voll. Muss ich das verstehen?
Ich verstehe es nicht. Ich glaube, jetzt wurde Stahl mal mitgenommen. Das fliegende Auto ist in Tropico angekommen. Die momentane Flugdauer liegt bei unter einer Sekunde. Aber unsere Wissenschaftler arbeiten hart daran, dies zu verbessern. Ah, jetzt wurde Stahl mal hergebracht. Das ist aber nett. Zwei Handelsrouten mit Stahl haben wir durch. Wunderbar. Wir könnten noch eine kleine Importhandelsroute für 64% mit dazu nehmen. Ich guck mal, wie die anderen aussehen aktuell. 0 von 2500 und hier fehlt auch noch einiges. Spielzeug. Ich bin überhaupt nicht begeistert, dass die das andauernd wieder zum Hafen liefern, obwohl ich denen gesagt habe, dass sie das nicht machen sollen. Kann es auch nicht nachvollziehen. ...7229 haben wir. Stahl wird weiterhin produziert. Ich muss mal beobachten, wo die damit hinfahren. Eigentlich sind wir schon längst so weit. Bei der Produktionsrate sowieso. Halt. So, einer fährt jetzt los. LKW, Transporteur, Warenfisch. Kapazität 1000. Der hat doch gerade Stahl geholt, oder was? Kehrt zum Transportbüro zurück. Hä? Der hat die 1000 Stahl. Okay. Den beobachten wir jetzt mal. Warum fährt der zum Hafen? Ich glaube, es wurde wieder rausgeholt vorher. Aber es irritiert mich trotzdem. Gut, wir haben drei Importhandelsrouten erfüllt. Jetzt haben wir 8000. Wo haben die das jetzt hingebracht? Da. Und wo wurde es hin importiert? Da. Und hier liegt auch noch einiges vor. Aber keiner holt es ab. Außer die Frachter. Alles, was wir importiert haben, haben wir auch wieder exportiert. So ein Blödsinn. Völlige Nullnummer. Das Kraftwerk brennt natürlich. Der Präsident hat das neue Programm Petzen für Pippen angekündigt. Meldet noch heute etwas Verdächtiges und ihr gewinnt vielleicht einen tollen Geldpreis. Ach, guck mal. Wenn wir diese Aufgabe erfüllt haben, schreiten wir die moderne Zeit voran und holen den Broker zurück. Ach, Gott sei Dank. Den brauchen wir. Wir müssen unbedingt weiterkommen. Kakao ist nicht mehr im Trend. Ist mir sowas von egal. Okay, wir könnten noch ein paar Handelsrouten fertig machen, einfach nur, weil wir es können. Autos haben wir nicht. Rum, Möbel. Möbel können wir verkaufen, das ist kein Problem. 5400 machen wir. Zigarren verkaufen wir auch nochmal für 19%. Einmal bitte Möbel raus. Dann nehmen wir auch die Zigarren nochmal in den Verkauf. Immerhin, wir haben jetzt schon mal 10.000 Stahl eingelagert. Das ist gut. Stahl wurde auch
komplett importiert, da braucht man nichts mehr weiter eingehen. Und wir verkaufen jetzt die restlichen Zigarren, dann ist alles in Ordnung. Ja, da sind wir wieder bei 3.100. Ich glaube, dann müsste das soweit abgeschlossen sein. Wir könnten noch eine weitere Handelsroute machen. Zigarren haben wir gesagt, verkaufen wir 5.000. Nee, machen wir nicht mehr. Käse und Konserven. Wie sieht's denn aus mit Käse? Käse ist raus, Konserven auch. Spielzeug ist zu voll. Das ist nicht schlimm. Ja, sollen sie mich wählen. Alles gut. Die Leute lieben mich. Überhaupt kein Problem. Boote. Dauert ja eh noch eine Weile, bis wir alles angelagert haben. Das Kraftwerk brennt immer noch. Boote werden verkauft. Na, und schon stehen wir wieder gut da. Auch wenn die Boote noch nicht komplett raus sind, aber 3000 Stück sind raus. Und wir haben 160.000 bekommen in einer Lieferung. Weil wir jetzt genügend Zigarren verkauft haben. Möbel gehen auch noch raus. Wo ist die Möbelfabrik? Ist die Schokoladenfabrik? Da. Kriegt jetzt erstmal die Gussform mit dazu. Dann kann sie nämlich auch Kunststoffe verarbeiten und wir können Kunststoffe zumindest für die Lagerei freigeben. Was ist euer Problem? Ihr bekommt kein Öl mehr. Okay. Zigarren. Warte. Öl muss ich erstmal weitergeben. Und wir bauen auch schon mal eine Ölplattform. Die ist zwar teuer, aber sie lohnt sich, weil sie definitiv viel Öl fördert. Oder wir nehmen hier einfach Ölbohrtürme. Zwei dürften reichen. Wieso lassen sich die Leute von anderen vorschreiben, was sie essen sollen? Der Einzige, der mir was vorschreiben darf, seid ihr. Zuerst die Kohldiät, dann die Eierdiät und jetzt die lächerlichste Diät von allen. Die frisst die Hälfte Diät. Wie soll das denn bitte funktionieren? Und was noch viel wichtiger ist, wo sollen wir denn jetzt all unsere köstlichen Produkte an den Mann bringen? Keine Ahnung, aber wir werden definitiv nicht mit Essen handeln können. Müssen wir auch nicht. Ist völlig okay. So, die Fracking-Anlage erhöht die Effizienz. Ringrohreinheit verringert den Verbrauch des Ölvorkommens. Das nehmen wir. Das bedeutet, wir verbrauchen nur 20% des Vorkommens. Und hier sind 320.000. Wer gewinnt den Kalten Krieg? Ein Sonderbericht von Kanal Uno gibt die Antwort. El Presidente, wir haben nie daran gezweifelt. Hektoliter. Wir sind fast bei 12.000 Stahl. Wir sind bald weiter. Endlich. Es wurde auch Zeit. Und dann kriegen wir vielleicht auch mit den Recyclinganlagen alles besser hin. Zusätzlich müssen wir uns darum kümmern, nicht nur die Leute hier zufriedenzustellen, sondern auch die ganzen Farmen nachher zu modernisieren, die Fischfarm fertig zu machen und. Das wird nochmal ein gewaltiger Sprung in die nächste Zeit und den sehen wir uns im nächsten Part an. Herzlichen Dank fürs Ansehen. Die Boote sind raus. Und dann jetzt 1,6 Millionen, also die 2 bis 3 Millionen sind nicht mehr weit weg. Bis gleich.